die Pfaffendorfer Brücke, eine der Hauptverkehrsachsen in Koblenz und geschichtsträchtige Rheinbrücke, wird neu gebaut. In voraussichtlich 5 Jahren Bauzeit wird die 1953 eröffnete alte Brücke abgerissen und durch eine neue ersetzt. Die ersten Arbeiten für den Neubau laufen bereits auf Hochtouren und sind sichtbare Vorboten für eines der größten Bauvorhaben der Koblenzer Stadtgeschichte. Kai Mifka, Tiefbauamtsleiter der Stadt Koblenz, führt aus. Wir befinden uns hier beim Neubau der Pfaffendorfer Brücke und die Pfaffendorfer Brücke wird so gebaut, dass jetzt erstmal die neue Rheinbrücke neben der alten gebaut wird. Das heißt, wir haben jetzt lauter Arbeiten im Rhein, wo Fundamente hergestellt werden für die neue Brücke. Und wenn diese Brücke fertig gebaut ist, wird der Verkehr auf diese Brücke geführt und die alte Brücke daneben wird dann zurückgebaut, die wird dann abgerissen. Und wenn das alles passiert ist und an dieser Stelle dann neue Pfeiler gebaut wurden, die Widerlager ertüchtigt wurden, dann wird die neue Brücke in die Lage der alten geschoben. Und wir befinden uns jetzt quasi am Anfang der Baumaßnahme. Ich würde mal sagen, so im ersten Fünftel. Und im Moment werden gerade eben die Fundamente und Pfeiler für die Brücke in der Parallellage hergestellt. Entsprechend riesig ist die Neugierde bei den Anwohnerinnen und Anwohnern der Stadt Koblenz. Das Megaprojekt Pfaffendorfer Brücke polarisiert eben. Groß war auch in diesem Jahr der Zulauf bei den von der Stadt Koblenz angebotenen Baustellenführungen. In diesen erhalten Interessierte spannende Einblicke und Informationen rund um das Bauvorhaben. So wird etwa die Frage beantwortet, warum ein Brückenneubau statt einer Sanierung unumgänglich sei. Die alte Brücke wurde untersucht, nachdem dann schwere Schädigungen festgestellt wurden. Und dann wurde ganz lange geplant, also über 10 Jahre wurde untersucht und geprüft und geguckt, können wir die alte Brücke noch irgendwie erhalten, wie groß sind die Schäden. Und dann hat sich auch herausgestellt, dass es nicht mehr wirtschaftlich ist, die alte Brücke zu erhalten. Und deshalb hat man sich dann entschlossen, eine neue Brücke zu bauen. Und die ist dann auch an die zeitgemäßen Anforderungen jetzt angepasst. Das heißt, die bekommt breite Gehwege auf beiden Seiten, die bekommt breite Radfahrstreifen. Also alles das, was man für ein innerstädtisches Leben braucht. Klingt nach enormen Kosten, die anfallen werden. Doch wer hat diese eigentlich zu tragen? Für die Stadt Koblenz ist diese Brücke natürlich nicht nur unter bautechnischen Gesichtspunkten eine Riesenherausforderung. Wir haben ja über die Eingriffe in den Verkehr gesprochen und natürlich ist das verbunden mit Baulärm und Bauaktivitäten. Das ist ganz normal bei solchen Projekten. Aber es ist halt für die Stadt Koblenz auch eine riesen finanzielle Herausforderung. Man muss sehen, die Brücke kostet insgesamt Gesamtkosten fast 200 Millionen Euro. Und über den Daumen gepeilt trägt davon die Stadt die Hälfte. Also die Stadt muss die Hälfte der Kosten finanzieren. Und das ist für eine Kommune wie Koblenz natürlich eine Riesenherausforderung. Die andere Hälfte wird dann circa vom Land getragen, das die Maßnahme natürlich auch fördert. Und das ist auch für das Land eine Riesenherausforderung. Also insgesamt ist einfach eine Baumaßnahme dieser Größenordnung für alle Beteiligten eine große finanzielle Nummer. Und das ist auch eine große Verantwortung, die man dann hat. Besonders groß werden die Sorgenfalten der Bürgerinnen und Bürger natürlich stets bei dem Gedanken von etwaigen Straßensperrungen und Umleitungen. Tiefbauamtsleiter Mifka beschwichtigt, dass diese Sorgen allerdings nur teilweise berechtigt sind. Ja, im Wesentlichen würde ich sagen, ist die größte Umstellung oder das, worauf sich die Bürger einstellen müssen, schon gelaufen. Der Verkehr läuft. Wir haben jetzt eine Einschränkung im Verkehr. Wir haben einen Fahrstreifen weggenommen. Das können wir mit der Wechselverkehrszeichenanlage ja regulieren. Das heißt, wir haben immer 2 Fahrstreifen statt einwärts am Morgen und dann ab mittags haben wir 2 Fahrstreifen statt auswärts, sodass der Verkehr relativ wenig beeinträchtigt ist. Und diesen Zustand werden wir eigentlich die ganze Bauzeit über haben. Auch wenn die neue Brücke dann nebendran errichtet ist, werden wir im selben Prinzip den Verkehr weiterführen, sodass die Koblenzer Bürger wahrscheinlich gar nicht so viel merken werden. Wir werden einfach bauen, der Verkehr wird laufen und erst dann, wenn wir tatsächlich die Brücke verschieben, dann wird mal für einen gewissen Zeitraum von ein paar Wochen der Verkehr vollkommen gesperrt sein. Und das ist dann der größte Eingriff. Aber auf dem Weg dahin, glaube ich, werden die Bürgerinnen und Bürger jetzt gar nicht mehr so viel anderes an Veränderungen erleben als das, was wir jetzt hatten. Der Bau der Pfaffendorfer Brücke wird uns auch in den nächsten Jahren begleiten. Wer sich jedoch näher informieren und selbst hinter die Kulisse blicken möchte, kann dies schon bald wieder tun. Denn auch im Jahr 2024 werden wieder Baustellenführungen angeboten. Doch zur Eile wird geraten.
denn der Anlauf auf die begrenzten Plätze ist groß. Mehr Informationen finden Sie unter www.koblenz-baut.de.